präsident frau kommissarin! das schengen system das wissen wir das schengener abkommen darf weder massenzuwanderung in die sozialsysteme begünstigen noch darf es die reisefreiheit zu einem anstieg von kriminalität und illegaler zuwanderung führen. der kampf gegen das organisierte verbrechen und die verbesserung des grenzschutzes müssen in der eu endlich einen höheren stellenwert erhalten. wenn italien angeblich mit seinem grenzpolizeilichen sicherungssystem weit hinter dem üblichen schengen standard zurückbleibt steht zu befürchten dass neulinge wie rumänien und bulgarien auch bald in ihren bemühungen nachlassen könnten. ein überhasteter schengen beitritt ist also abzulehnen da von ihm in erster linie die organisierte kriminalität aus osteuropa oder sogar aus dem kaukasusraum profitieren könnte. in der bekämpfung von asylmissständen hat sich meines erachtens dänemark als vorkämpfer für eu weite regelungen erwiesen. wohl deshalb hat die kommission derart scharf reagiert auf die ankündigung stärkerer grenzkontrollen zur bekämpfung von steigender kriminalität. da sollten wir uns klarmachen dass schengen zwar offene binnengrenzen fordert doch nur wenn die außengrenzen wirklich sicher sind. danke!